und ist undefeated. 15 Fights, 13 Wins, 8 by the way of knockout and 2 Draws. 15 Kämpfe, 13 Siege, 8 durch K.O. bei 2 Unentschieden, damit ungeschlagen. Er tritt an für Fächer Sportmanagement. In seiner Ecke, in the corner, his coach Alexander Lichter, Christian Tietzer and his manager Maxim Michailev. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, from the Ukraine, welcome Petro Ivanov. Petro Ivanov in der schwarzen Hose bei der Ausübung seines Berufes zuzuschauen. Ist eine Augenweide, ausgefallene Technik, schnelle Hände und Beine, boxerische Intelligenz, all das vereint der 25-jährige Ukrainer, der zu den ganz heißen Eisen im Supermittelgewicht gehört. Heute trifft er auf den Mexikaner Rafael. Nee. Der sagt sich, wenn ich hier den Kampf mache, muss der andere sich schon mal anstrengen, um mich zu treffen. Das heißt eben. Ist natürlich auch ein Modellathlet, der Ivanov. Oi! Da war die Rechte, da geht er schwer runter und da kommt er nicht mehr hoch. Er muss noch mal runter. Badovecchio. Zählt ihn an und das Ding ist aus, oder? Kommt er noch mal? Er stellt sich den Kampf noch mal frei. Eieieiei, das war aber ein Ding. Noch mal, mal schauen, was er macht jetzt. Die rechte, linke noch mal zum Kopf, der ist ja gar nicht voll da. Jetzt wird er natürlich eingedeckt, hängt da am Ringseil. Boah, die rechte, die kommt da gestochen scharf und es geht zum zweiten Mal runter. Und ich denke, man tut ihm keinen Gefallen, wenn man den Kampf hier noch mal freigibt. Komm, brich ab. Ich bin noch mal, in die Ecke. Da wird drauf geklopft, da wird die Lunge gesucht und da wird dann reingeknallt und dann geht man eben runter. Ortiz, 26 Jahre alt. Der ist noch gar nicht richtig hier in den Kampf reingekommen. Da hat es uns zum ersten Mal gekracht. Wladimir Shiskin, IBF Nummer 8, WBC Nummer 7. So, war auch schon alles klar. Dann wurde der krank. Jetzt ist mal an Kaleb Truax dran. Mal schauen, ob es gegen den Ex-Weltmeister klappt. Evgeny Schmidenko. Ja, irgendwann will er mal wieder boxen, ist klar. Ja, da wollen wir einen kleinen Aufwärtshaken von Ortiz. Also Boxer auch zu zaghaft, versucht mal zwischendurch Schlage anzusetzen. Körpertreffer. Oh, und da geht er runter. Kommt er jetzt noch mal hoch? Ja, nee. Mundstück ausgespuckt, das war's. Jede Wette. Schöner Leberhaken. So, dann Halleluja, das war's. Voll Drupp. Und da brauchen wir nicht mehr denken, dass er nochmal hochkommt. Das sind schmerzhafte Sachen, die Schmerzen gehen zwar auch wieder weg, aber da ist der Kampf immer schon vorbei. Ja, und er bricht ab. War jetzt zum dritten Mal unten. Er hätte auch in der ersten Runde die Sache schon beendet. By the way of knockout in the third round after 1 minute and 30 seconds, Sieger durch K.O. In der dritten Runde nach 1 Minute und 30 Sekunden at the new WBC International Super Middleweight Champion from Ukraine. Boxing for Fekir Sport Management, Petro Ivanov! Und der Gürtel wird hier im Bereich von Oksana Sinchida. Letzten Mal
versucht, ein kleines Interview auf Deutsch zu machen. Was möchtest du gerne sagen? Ja, danke schön. Zu Deutsch. Einen guten Abend, alle Boxefans. Ich bin vorher würde in Deutschland boxen zu dürfen und möchte mich als alle einen meiner Team Fighter Sport Management Wolfgang Feier, danke schön, Christian Tietze, meinem Manager Maxim Michalle, meinem Trainer Alex Liche, danke schön. Ihr seid die Besten. Und ich bin sicher, wir werden Weltmeister. Und große Dankeschön für Ihre Unterstützung und wir gehen weiter. Wunderbar, herzlichen Dank.